Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, unterwegs zu unserer zweiten Runde Richtung verseuchtes Gebiet. Wir werden ein paar Zwischenstopps auf dem Weg aber noch einlegen. Den ersten gleich hier am Wolfsspinnenbau. Denn ich habe uns jetzt mal die ersten Bratwurmsbomben gebaut. Wir hatten ja jetzt die Pilzbrocken und auf dem Weg nach Hause habe ich noch ein paar Ameiseneier geholt. 6 Bomben konnte ich bauen. Jetzt gucken wir mal, was da drinnen versteckt ist. Und dann werden wir auf dem Weg auch noch mal am... Willst du schon wieder einziehen, Marini? Dann werden wir auf dem... Die Wolfsspinnen sind aber noch da. Ach so, sagt er. Dann mach die erstmal weg, dann komme ich gleich nochmal wieder, ne? Wenn du die erst weggemacht hast. Dann gib dir aber auch mal Mühe jetzt hier. Ich hatte jetzt gerade Tapeten geholt. Also, bis gleich dann. Ich gehe nochmal einen Kaffee trinken und dann, wenn du die Spinnen weggemacht hast, komme ich dann wieder, ne? Ich wollte jetzt gerade eine Runde tapezieren und alles. Hat alles schon jetzt geholt. Ich komme gerade vom Baumarkt. Mach's gut, bis gleich. So, wir machen die jetzt weg und dann gehen wir halt noch am Bombi-Loch vorbei. Gucken da nochmal, gucken wir an der Bombi-Grube unten, wo man die... ich habe noch eine Markierung auf der Karte. Was haben wir da noch markiert? Oder ist das noch von mir, von Offscreen, damit ich den Weg nach Hause finde vielleicht auch. So, gehen da noch vorbei und dann wieder rüber ins verseuchte Gebiet, dass wir zumindest mal den Eingang vielleicht ins Nebellabor entdecken. So, da hinten konnte man aufmachen. Jetzt aber erstmal, Moment, sind wir ausgerüstet? Wir haben die richtige Rüstung an und wir haben die richtigen Mutationen an. So, einmal kurz Wechsel zwischen Axt und dem hier. Wunderbar. Alles klar, los geht's. Nein, Moment. Am besten jetzt aber nicht unbedingt vergiften. Wäre gut, wenn das auch ohne Vergiften einmal geht. Au! Natürlich nicht. Na gut. Dann aber wenigstens den Bonus. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass er uns nicht nochmal erwischt. Oh, guck mal, wie die Ausdauer wegfuttert uns. Wir müssen aufpassen, die hat uns nochmal vergiftet. Au. Schnell. Trink ein. Trink noch ein. Blocken. Und auf die Nase. Auf die Nase. Oh. Oh, ich dachte gerade kurz, ich habe die Waffe abgewählt. Ah. Alles klar, ging aber noch ganz gut. So, wo ist Nummer 2? Hallo? Nummer 2 ist nicht zu Hause. So, Marini, kannst einziehen. Ist wieder frei. Wir renovieren auch schon mal ein bisschen mit. So, wie geht das jetzt mit diesen Bomben? Einfach mal hier auf Schnellwahl und dann... Eher ist werfen oder können wir so... Ach so, nee, wir können sie nur werfen. Fallen lassen ist wohl nichts. Oder wenn ich jetzt hier drauf... Werfen. Oh Gott, ist die weit weggeprallt. Das wird wohl nichts. Mist! Okay, dann eher von hier. Vielleicht hoffentlich bleibt die da in der Ecke liegen. Das ist eher was geworden. Okay, eine Bombe schon verschwendet. So ein Mist. Okay, was haben wir jetzt hier? Hallo, hallo? Goldener Milchmular. Nehmen wir. Den haben die hier bewacht. Mega Milchmular. Haben wir schon wieder 3 Stück davon. Super. Alles klar. Wenn gerade keiner sonst zu Hause ist. Moment, da war jetzt aber nichts anderes, oder? Kein Scabby oder noch ein Skelett oder so. Nee, nichts. Alles klar. Dann raus und Richtung Bombi-Grube. Sind wir eigentlich so durstig? Gucken, ob wir da oben noch was zu trinken kriegen auf dem Blatt. Ich glaube, er kommt wirklich zurück. Ja, er kommt zurück. Er ist auf dem Weg. Sagt so, sagt er. Jetzt habe ich auch noch Farbe geholt. Jetzt geht's los. Kann ich nach dem Tapezieren gleich drüber streichen. Alles klar, der macht das schon. Mal gucken, wie die Baumhöhle dann irgendwann aussieht. Auf dem Weg rüber zur Bombi-Grube. Brauchen wir einen Tautropfen. Auf dem Weg eben. Wäre ganz gut. Und brauchen wir dich. Ja, wir brauchen dich. Tut mir leid, wir brauchen dich. Unser Schild ist schon wieder so angeschlagen. Reparieren. Super. Weiter geht's. Haben wir sonst eigentlich alles dabei. Wir haben die Marker, den Ausweis dabei. Wir haben unsere Maske dabei. Wir haben Läuse dabei. Und wir haben unsere Getränke dabei, von denen ich jetzt schon 2 von den guten Smoothies verbraucht habe. Das ist eigentlich
Ja, naja, wir riskieren es trotzdem. Wenn es zu knapp wird, können wir... Oh, Moment, hier sind wir gar nicht richtig. Hier sind die Stinkwanzen. Können wir mal noch umdrehen. Und noch hier hin. Zur Bombigrube. Wo wir eine Million von den Viechern rumlaufen haben. Aber diesmal sammeln wir deren Pelze. Doch, weil wir die ja immer brauchen für unseren Fates-Pelz. Gerade für unsere Smoothies brauchen wir die. Deswegen sammeln wir die jetzt nochmal ruhig nebenbei ein. So, Bombi, wo bist du denn? Bist du gerade da unten an deiner Bombi-Grube? Alle jagen den Arm wie will. Ameisen und die Milben. Aber hier am Bombi-Felsen kann man die auch immer super farmen, die ollen Milben. Zum Glück haben wir auch schon die Stapelgröße ein bisschen erhöht, dass wir auch ein bisschen was davon tragen können, ohne dass das Inventar gleich super voll ist. So, ich glaube, Bombi ist nicht zu Hause hier unten. Der rennt gerade irgendwo da oben rum. Dann machen wir hier mal auf. Die lassen wir mal hier. Weg damit. Und hier Spinnennetz. Den Moment. Achso, ja, war auch richtig. Stapel verschrotten, eins verschrotten. Ist beides in Ordnung. So. Da müssen wir jetzt auch aufmachen. Mit einer Bombe. Sauber da in die Ecke. Hopp. Ist das gut, Leute. Haben wir eine Hammer. By the power of Helion, champion of the sun. Sollen wir mal hier nochmal gucken? Das war ja ganz früher, gab es ja hier eine Verbindung irgendwie. Kam man doch hier drüben. War das von hier? Da kam man doch irgendwie am Teich raus. Oh, haben wir hier etwa ganz viel Quarzit. Oh, wie gut, Leute. Oh, stimmt, das war doch so eine Larvenhöhle. Die hatten wir ja auch schon in Staffel 2 hier, die Bombi-Grube. Kieselbeißer Level 3. Jetzt können wir so schnell Sachen ab... Noch ein Durchgang blockiert. Oh Mann, unsere Bomben sind gleich dann alle, kaum dass wir welche gebaut haben. Ihr habt auch geschrieben, immer welche dabei haben, wenn man ab dem Moment, wo man sie bauen kann, am besten immer ein paar in der Tasche haben. Weil man die... Genau, hier unten gab es noch das Labor, ne? Hier gab es so eine kleine Forschungskuppel noch. Wir sind ziemlich durstig. Vielleicht trinkt man einfach gleich mal einen von... aus unserer Wasserflasche hier. Wo ist sie denn? Da oben. Prost! So, und... Nimm die Axt wieder. Raw Science haben wir hier nochmal. Das ist... der Robuste. Den können wir auch schon abbauen, aber noch nicht verarbeiten. Deswegen müssen wir unbedingt auch weiterkommen bis zu dem Punkt zumindest, wo wir endlich den robusten Quarzit zumindest schon mal verarbeiten können. Das wäre super. Hier haben wir nochmal Sprühen. Ich höre Larven. Und dann gab es nämlich hier dieses, da wo das Gebiet an dem Tümpel ist, da wo die ganzen Larven sind, da gab es eine Verbindung früher. Konnte man nämlich von hier dann irgendwie da wieder rauskommen. Am Larventümpel. So, das war das. Oh, guck mal hier. Wo habe ich unsere Schleimpilzfackel mit? Hier ging es ja auch noch ins Wasser, ne? Ich habe hier unsere Schleimpilzfackel nicht mit. Müssen wir einmal kurz im Dunkeln gucken. Oh, guck mal, da ist ein goldener Molar. Und ein Scabby. Blankes Metall. Okay, wir flitzen kurz nach Hause. Der Weg ist nicht weit, Leute. Wir haben Zeit. Wir laufen nach Hause. Und holen unser Knochenmesser. Ich glaube, mit dem Spinnendolch kommen wir dann nicht durch, oder? Komm, wir versuchen das mal. Aber ich glaube, wir brauchen das Knochenmesser für Unterwasser, um die Wurzeln zu schneiden. Wir können zwar mit dem Spinnendolch unter Wasser kämpfen. Doch! Einfach nur irgendein Dolch Level 2 reicht? Moment. Oh, wie super ist das denn? Wir brauchen nicht extra den Unterwasserknochendolch für die Dinger hier. Da geht unser ganz normaler Spinnendolch. Brauchen wir gar nicht nach Hause. Aber wir brauchen Luft. Ja, ja, genau. Wir haben nämlich den Helm nicht mit... Tut mir leid, dass es kurz und dunkel ist, ihr Lieben. Zum Glück sieht man am Molar ein bisschen was leuchten. Und nochmal ein Scabby, aber eigentlich will ich bei unserem Lieblings-Scabby jetzt bleiben. Oder beziehungsweise mein Lieblings-Scabby. Der grüne jetzt. Wobei eigentlich sind einige richtig gut. Hackberry ist auch gut. Und einen davor hatten wir auch schon, der richtig gut war. Kommen wir jetzt hier nicht langsam ran? Nee. Wir müssen echt alle Wurzeln wegmachen. Jetzt kommen wir immer noch nicht ran, doch. Alles klar. Und raus. Noch ein Mega. Jetzt haben wir 4 Stück, Leute. 4 Stück. So, mach mal die Fackel wieder an.
Oh, super. So, jetzt mal gucken, wie viel Quarzit wir hier noch finden können. Was sagt denn hier jetzt 4 Megamilchmolar? Moment. Jetzt die Frage, wollen wir nochmal was steigern? So, ist ja sowieso hierfür, ne? Dann können wir ja auch... Wollen wir nochmal maximale... Warum nicht, ne? Weil das hier Pfeilstapel ist... Ich finde, unsere Pfeilstapel sind groß. Obwohl, wir könnten auch ruhig mal einen hierauf geben. Und einen auf maximale Rohstoffstapelgröße. Wie gut! Weil jetzt haben wir nämlich auch nur noch einen Pfeilstapel dabei. Oh, das ist gut, das ist gut. Und die anderen Milchmolare heben wir auf. Marmor. So, Moment. Nee. Nee, das ist die richtige Richtung. Hier geht's wieder nach oben. Deswegen, hier kam man nämlich auch wieder raus am Teich. Bin mal gespannt, ob's... Stein mit Strom benötigt. Das ist die Rückseite. Deswegen, ich muss sagen, warum hat denn der keinen... Ah, weil wir von der Rückseite hier rangucken. So, okay. Da in die Ecke. Hoffentlich bleibt sie da liegen. Wir müssen auch neue Bomben, glaube ich, schon bauen, bevor wir losgehen können ins verseuchte Gebiet nochmal. Hat geklappt. Hat geklappt. Genau, und hier war die Larven-Todeskammer. Guckt euch das an, Leute. Hier liegen sie. Ohne Ende. Von den Larvenviechern. Oh Gott. Wir haben sie alle aufgeweckt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Larvennest, es ist noch genauso gefährlich wie früher. Nein, nicht damit. Die machen aber auch immer noch ganz schön Schaden. Hier, Ameise, greif mit an. Du magst doch keine Larven, oder? Magst du Larven? Warum haut eigentlich Gift nicht rein? Du müsstest eigentlich umfallen, du bist vergiftet. Ist er auch. Oh, 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 oh. Mann, machen die einen Schaden. Ameise, Vorsicht. Oh, wir brauchen eine Lichtquelle hier unten, die wir benutzen können mit unserem Schild. Moment, können wir uns nicht den Helm schon bauen? Brauchten wir dafür nicht die... Der ist gut, der Giftdolch. Hast keine Ausdauer. Fall um, du bist vergiftet. Immer noch vergiftet. Und vergiftet. Ich nehme auf jeden Fall ein paar Larventeile zusammen. Mal gucken, ob wir heute überhaupt mal zum Ausflug kommen. Richtung verseuchtes Gebiet. Wenn es vorher schon wieder so viel zu entdecken gibt. So. Ja, da wird immer noch... Da, irgendwer ist da und streitet. Oder? Nee. Ihr seid die normalen Maden. Da, einer hat es noch umgehauen vom Gift. Sind noch ein paar. Sind noch ein paar. Trink erstmal... Zweimal Felspelz. Da, zwei sind aufgewacht. Ne, jetzt sind alle auch wieder aufgewacht. Ah, hier hätte ich ja gerade Lust gehabt, die Bombe da mal so... Einfach nur mal zum... Oh Gott. Zum... Boah, wie die uns die Lebensenergie wegknuspern hier. Boah, wenn die so in Massen angestürmt kommen. Trotz unserer voll aufgerüsteten, naja, zumindest mit den ersten Scherben, voll aufgerüsteten Marienkäferrüstung. Ihr hartnäckigen kleinen... Ja. Müssen auf jeden Fall nochmal neue Smoothies und neue Bomben machen, bevor wir losgehen können. Dann jetzt hier. Jetzt habe ich die Schaufel nicht mit, ne? Doch, natürlich, ich habe nur die Bomben da hingelegt. Wer so viel von euch... Oh nein, das hat I! Ach, wie gut! Ein mit der Faust aufs Auge. Nimm den Dolch! Endlich. Die kann man aus Versehen auch ausgraben. Die sind auch irgendwie lauter als die normalen Maden, die ich so sonst kenne. Schade, dass der Raum hier nicht... Der Raum war sonst... Also in, in der letzten Staffel war das hier noch... Da war hier alles voll mit
Quarzit, meine ich. Okay, gucken wir einmal nach hier oben, ob es die Verbindung noch gibt rüber zu dem Tümpel hier. Wo die ganzen Larven rumlaufen. Ja, guck mal, und wo kommen wir jetzt hier raus? Ne, Moment, ist das der alte Ameisenbau? Wo ist denn der alte Ameisenhügel? Das sieht fast so aus wie der. Nee, der. Nee, wir sind. Wo sind wir denn hier? Das ist nicht der Ausgang, den ich kenne. Hier vorne ist die Bombigrube wieder, also gar nicht weit weg. Dann ist das auch anders, wo man rauskommt. Na, wir sind in der Nähe von dem Laser rausgekommen hier, von dem. Wir sind also gar nicht weit weg. Wie gut hat sich das gelohnt, Leute? Wir haben zwar auch viel. Na. Wir haben zwar auch viel verbraucht. Vor allem aber nur noch ganz wenig Lebensenergie. Wir sollten jetzt mal schnell nach Hause. Und vor allem sollten wir erstmal schnell unser Schild wieder zur Hand nehmen hier. So. Erstmal ab nach Hause. Und eigentlich müssten. Achso, können wir nicht. Wir haben die Ameisenrüstung nicht dabei. Eigentlich müssten wir neue Ameiseneier holen, damit wir neue Bomben machen können. Jetzt haben wir nur noch eine. Aber hat sich das gelohnt? 2 Milchmolare haben wir auf dem Weg jetzt schon gefunden. 2 goldene vor allem. Jede Menge Scherben wieder zum Aufrüsten. Aber für die Marienkäferrüstung zum Beispiel brauchen wir jetzt schon die besseren Scherben, nämlich die nächste Stufe. Ja, wir sind hungrig, dann isst doch eine Laus. Schon geht's hier wieder besser. Okay, ab nach Hause. Taschen leer machen. Da müssen wir mal gucken. Ja, eigentlich brauchen wir Ameisen. Wir müssen da nochmal zum Ameisenbau rennen. Und hoffen, dass die da schon neue Eier haben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die nachspawnen. Also so viel, wie gesagt, ich konnte 6 Stück mitnehmen für 6 Bomben. Mehr gab es im ganzen Ameisenbau nicht. Man kann ja auch Pech haben, dass die dann gerade kurz vorm Schlüpfen sind. Dann findet man welche und dann will man sie nach Hause tragen und die schlüpfen vorher schon. So, du kommst auch nochmal mit. Und halt, du kommst dann gleich auch nochmal mit. Nein! Da hüpft sie wieder genau in dem Moment hoch, wo ich schieße. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, welche nehme ich jetzt. Erstmal die. Die auch noch. So, ihr kommt beide mit. Trockenläuse brauchen wir neue. Dann mal gucken, ob wir noch ein paar neue Smoothies herstellen können. Aber wir haben jetzt wieder ein paar Milbenpelzen mitgenommen. Und ich habe auch einmal, war ich auch schon wieder am Teich unten, an der Kuppel und habe uns Muskelsprossen gesammelt. Die waren schon nachgewachsen. Also einmal 15 Tage müssen auf jeden Fall schon rum gewesen sein. So, alles einmal in die Kisten. Durchsortieren. Sieht gut aus. Läuse zum Trocknen. Wir brauchen auch mehr trockene Stelle noch. Aber die untere Etage wird ja eh ausgebaut, komplett dann zum Arbeitsbereich. Was haben wir hier? Die nächsten Seidenseile sind durch. Schmeißen wir gleich die nächste Ladung an. Ich glaube, von den normalen Seilen haben wir noch genug. So, zeig mal, wie viele Seidenseile haben wir denn? Da haben wir auch schon einen kleinen Vorrat für die Seilrutschen dann irgendwann mal. So, jetzt Felspelz. Erstmal noch ein paar normale. Ah, Ton müssen wir langsam wieder sammeln. Für den Felspelz. Ich wusste, irgendwas wird knapp. Und Kiesel. Okay, Kiesel und ein bisschen Ton muss ich offscreen mal wieder sammeln gehen. So 9 Stück von jedem reicht erstmal. Dann machen wir noch die Scherben. Halt hier an der Werkbank. Einmal 15 neue und so. Aber zum Aufwerten haben wir nicht mehr. Wir können vielleicht die. Ja, obwohl. Ist alles nur auf Level 3. Jetzt komm, wir machen den Spinnenfang durch nochmal. Eine Stufe höher. Erstmal auf 4. Und vielleicht hier unseren. Guck mal, es kostet auch schon wirklich 8 Stück jedes Mal von den einfachen. Den auch nochmal. Das reicht so. Okay, und wir müssen was essen.
Was gibt's denn? Ein paar Algen. Und hier so ein bisschen gedörrte Made obendrauf. Better than starving, I think. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Okay, Leute. Was machen wir jetzt? Wir brauchen eigentlich neue Bomben. Ein paar mehr, würde ich sagen. Das heißt, wir sollten schon losgehen und noch in den Ameisenbau noch ein paar Ameiseneier holen. Sortiere mal die Scherben weg. Ja, das machen wir auch. Einmal Ameisenrüstung jetzt schon mal an. Und wenn wir schon mal gerade die Ameisenrüstung anhaben hier zu Hause und es noch ein bisschen hell ist, schnapp dir mal ein paar davon. Warum ist denn unser... Achso, weil ich ihn aufgewertet habe, ist er weg. Und hier nimm ruhig eine Fackel. Und dann lass uns mal ein Stück von unserer Etage schon mal anfangen hier oben. Wir haben Zeit. Dann gehen wir zum Ameisenbau und holen uns noch ein paar Ameiseneier, wenn es neue gibt. So, geht auch super. Vielleicht schaffen wir sogar die Etage aufzubauen, gemütlich hier zum Abend. Wie spät haben wir denn? Ja, 20 Uhr. Bisschen was schaffen wir noch. Kurz nach 9 gehen wir dann ins Bett. Und vielleicht hängen wir mal. Hängen wir mal probeweise den ersten Kronleuchter irgendwo. Nur mal zu gucken, was so ein Kronleuchter für wie viel Licht der gibt. Und dann können wir gleich mal gucken, was unsere Stirnlampe, was uns die kostet. Ach, wie gut. Gucken wir gleich mal nach, was eine Stirnlampe kostet. Dann können wir vielleicht mal, dann können wir uns vielleicht auch eine bauen. Und wenn wir das nächste Mal irgendwo in so einer Höhle kämpfen müssen, können wir zumindest unser Schild noch benutzen. So, hier kommt natürlich dann überall, muss man sich vorstellen, ist das schön, dann ein Geländer später drumherum und dann hat man hier schon ein bisschen Platz auf der Höhe. Kommt unser Bett nach da oben und dann wird da ein bisschen Gemütlichkeit, schon mal ein kleiner Wohnbereich irgendwo, muss dann da hin. Bisschen Gemütlichkeit muss sein. Und dann kommt natürlich der Rest noch hier. Aber gut, deswegen möchte ich auch weiterkommen, weil ich möchte mal auch mit den Pilzziegeln arbeiten können. Dass wir ein paar von den Bauten, die wir hier noch auf dem See geplant haben, aus Pilzziegeln vielleicht machen können. So, jetzt machen wir erstmal auf einer Seite weiter hier. Plöpp. Dü, dü. Dü, dü, dü. Eine Ladung schaffen wir noch. Düm, düm, dü, dü. Zap. Guck mal, dann hängen wir hier vorne mal so einen Kronleuchter auf. Dann gleich unter dem überstehenden Dach nur mal zur Probe ein. Wenn wir einen bauen können. Ja, Mist, das machen wir noch fertig, das Stück. Wo ist denn der auch dabei? Hier auch einfach bei... Hier müsste der dabei sein, ne? Ne, Moment, wo sind denn Lichtquellen gewesen? Hier? Hier? Glühwürmchen, Kronleuchter. Haben wir alles. Saft, Seinsein, Madenhaut, Leuchteglibber. Können wir den direkt hier an der Werkbank herstellen? Achso, ne, müssen wir erstmal... wir müssen erstmal die Blaupause aufhängen. Stimmt, das ist ja ein Bauteil, was wir so... Können wir ja nicht in der Tasche tragen. Hängt der jetzt unter dem Dach da oben? So, ein Saft, ein Seinseil, Made und Schleim. Dim, dim. Madenschleim war hier oben. Oder war es? Nee, es war die Madenhaut. Ne? Das, Saft. Und der Leuchteglibber. Haben wir alles? Das habe ich vergessen. Nee, wir haben alles. Nehmen wir die Fackel weg, damit wir auch ein Gefühl dafür kriegen, was die für Licht macht. Ist die überhaupt an jetzt? Ich bin ja irgendwie so ein bisschen enttäuscht gerade. Obwohl, so sieht es schon wieder, von der Seite sieht es schon wieder gut aus. Leuchtet ja in alle Richtungen gleich, doch schon irgendwie, ne? Aber ich hatte ein viel helleres Licht erwartet. Na gut, da müssen wir mal gucken, wie wir das dann am Ende machen. Jetzt legen wir uns erstmal hin. Aber zumindest haben wir schon mal einen Kronleuchter gesehen.
Runde ausruhen. Aber da hatte ich jetzt viel mehr erwartet an Licht von so einem Glühwürmchen-Kronleuchter. So, und was kostet uns... So, jetzt schmeißen wir wieder alles in die Kisten zurück. So, Glühwürmchen-Kleber habe ich alles rausgenommen. Auch rein damit. So. Okay, und jetzt gucken wir mal nach, was kostet uns denn... Was haben wir hier noch neu? Kaulquappen-Dörrfleisch. Wo habe ich das denn her? Wir haben noch nie eine, vielleicht habe ich irgendwann mal ausgesehen eine Kaulquappe. Erlegt nicht, aber vielleicht eingesammelt dann. So. Wo haben wir jetzt den Helm? Da. Kein Problem. Können wir uns bauen? Ist gebaut. Wie super, können wir die auch aufwerten? Dass die vielleicht ein bisschen Rüstungswert bietet? Oh. Können wir? Kostet auch nicht viel, immer jeweils, ne? So. Machen wir die zumindest mal mit 15% Verteidigung. Das ist doch schon mal was. Alles klar, Leute. Und wenn wir jetzt eh zur Marienkäferhöhle rüber müssen, zur Ameisenbau rüber müssen, dann haben wir die Taschen eh ziemlich voll. Mehr geht da nicht. Wir gehen dann so jetzt zum Ameisenbau rüber und holen noch ein paar Eier für noch ein paar Bratwurmsbomben. Schmackofatz. So, Schild, Ameisenrüstung haben wir an, das heißt, wir sollten uns mit nichts Gefährlichem anlegen jetzt auf dem Weg. Nur schnell zum Ameisenbau und ein paar Ameiseneier geholt für noch ein paar Bomben. Pilzdings haben wir noch genug. Pilzbrocken, alles andere auch. Ich hoffe, da gibt es auch schon neue, nicht, dass die wirklich ewig brauchen, bis die nachspawnen. Wirklich viel erholt haben wir uns nicht über Nacht hier beim Schlafen. Oder durchs Frühstücken. Man heilt also nicht, wenn man sich hinlegt. Und so über Zeit erholen wir uns auch nicht wirklich von alleine, oder? Sieht nicht so aus. Nur wenn man was isst, was trinkt oder einen Verband nimmt. Habe ich auch noch nie wirklich drauf geachtet. So, auf geht's. Einmal Ameiseneier geholt. Und vielleicht auf dem Weg. Da kommen wir aber nicht dran vorbei, großartig. Irgendwie wollte ich da ein bisschen Ton schon mal gleich holen. An Ton kommen wir nicht wirklich vorbei, aber Kiesel können wir holen. Können wir die zumindest schon mal ein bisschen sammeln nebenbei. Die ging ja jetzt aus für den Felspelz, für unsere Smoothies. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch wieder Ton für unsere Smoothies. Wupp. Überhaupt halbwegs auf dem richtigen Weg hier? Ja, so halbwegs. Der wird immer noch nicht angezeigt, der Ameisenbau, aber der ist irgendwo immer noch hier, ne? So ungefähr in der Ecke. Wieso finden wir jetzt eigentlich keinen größeren Kiesel? Normalerweise liegen die doch auch alle 2 Meter irgendwo rum. Sagen wir mal zumindest die kleinen. Dum, 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 dum. Oh Leute, ist das gut. Mit den Milchmolaren, dass wir schon wieder so viele gefunden haben. Oh, und wir haben das Dings noch gar nicht angeguckt. Unser Scabby. Ach, immer noch der da oben. Da müssen wir vielleicht mal eine Leiter hochbauen irgendwann. Halt, hier, Kieselbrocken. Nehmen wir ruhig mit jetzt. Damit wir immer schön viel Smoothies herstellen können. Alles gut, Vivel. Wir wollen jetzt gerade nichts von dir. Wir sind auf dem Weg zum Ameisenbau. Wir brauchen Ameiseneier. Fliegen, die hier unterwegs sind. Guck mal hier. Super, super, super. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann brauche ich noch ein bisschen Ton offscreen vielleicht sammeln gehen. Dann haben wir schon wieder genug für jede Menge Smoothies. Aber viel wichtiger, wir brauchen endlich wirklich die Möglichkeit, die größeren... nächste Stufe von diesem Aufwertungsmaterial verarbeiten zu können. Ton gibt es hier wirklich nirgendwo. Okay, irgendwie da hinten ist, irgendwie habe ich die Markierung schon wieder nicht ganz richtig gesetzt. Da ist unsere Ameisenbau. So, wir haben die Ameisenrüstung an.
Achso, nee, Moment. Was mache ich denn? Was, warum? Ich habe eine Ameisenrüstung an. Habe ich nicht? Ach so, jetzt nicht mehr. Ach, mit dem Helm erkennst du mich nicht mehr. Sagt er, wer bist du denn? Das Gesicht habe ich noch nie gesehen. Lass mich in Ruhe, ich bin eine Ameise. Ich gehöre nur zu einer etwas anderen Gattung Arbeiter. Ameise. Mit Beleuchtung eben. Nein! Lass mich in Ruhe jetzt. Jetzt haben wir die an der Backe hier. Ah, okay. Sobald wir den Helm aufsetzen, sagen sie, dich kenne ich nicht. Wer bist denn du? Du siehst nicht aus wie eine Ameise. Aber sonst stört nichts, sagst du. Das ist alles gut. Wie wir sonst aussehen. Nur der Helm ist komisch. So, jetzt ist da hinten schon wieder in Ruhe und frisst Grashalme auf. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier eben unserer Fackel wieder rein. Ich dachte, warum geht die jetzt auf uns los? Was ist denn falsch? Der Helm ist falsch. So. Oh, das sieht nicht gut aus. Normalerweise liegen nämlich hier oben schon die ersten, wo die auch alle gerade pennen. Und wir müssen gucken. Also ich glaube, es geht. Wir können die Ameiseneier auf jeden Fall in Ruhe einsammeln, solange nur Arbeiter in der Nähe sind. Die sagen nichts dazu. Bei den Soldaten weiß ich nicht genau. Aber es sieht so aus, als wenn wir hier noch nichts Neues bekommen können. Oh, das ist aber ärgerlich. Wenn die echt ein paar Tage brauchen, um hier nach... Oh, da haben wir mal eins. Eins haben wir. Ist wieder nochmal ein Bratwumst mehr. Hier, und ihr könnt übrigens auch mitkommen. So. Nee, nur den einen hier bis jetzt. Hier kann man nicht immer noch was kaputt machen, ne? Die ich kennen wir schon. Hm. Was machen wir dann, wenn wir jetzt... Oder ich muss offscreen ein paar Tage schlafen einfach. Immer schön und dann gucken. Ein paar Tage verstreichen lassen, ob sie dann... wieder ein paar neue zu holen gibt. So, liegt hier in der Ecke vielleicht noch eins? Ja, hier noch eins. Unten ist nur die Futterkammer. Da liegen aber eigentlich nie Eier drin. Die liegen eigentlich oben, wenn man reinkommt. Und jetzt eben die beiden, die wir uns geholt haben, da. So, hier unter Wasser gibt es keine. Hm. Okay, Leute, dann haben wir... Müssen wir mit drei Bomben erstmal... Müssen drei Bomben dann erstmal... Hallo? Wir müssen drei Bomben erstmal reichen. Für den nächsten Ausflug darüber. Wenn wir mehr brauchen, müssen wir gucken. Oder ich muss gucken, dass ich offscreen noch ein paar vorbereite. Nee, hier sind... Hier liegt nichts. Hier liegen nur mal so einige rum. Ich dachte, wie die alle schlafen. Wie spät ist denn das? Ich schlafe aber lange. Es ist 10 Uhr. Das war die Nachtschicht. Die Nachtschicht macht puft. Hier auch. Die Nachtschicht schläft und die anderen sind unterwegs. So, habt ihr denn jetzt hier irgendwo nochmal... So irgendwie... Wo ist denn eure Königin? Was machten die so? Warum lichten die nicht genug Eier? Ihr müsst die mal besser füttern. Das geht ja nicht. Der Patch hat uns die Apfelbrocken weggenommen. Mit dem Update. Seitdem kann die Königin keine Eier mehr legen. Jedenfalls nicht in solchen Massen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Und dann müssen wir auch langsam zum Ende dieser Folge kommen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Zwei Bratwurms können wir jetzt nochmal herstellen. Hoffen wir, dass es erstmal reicht. Und dann geht es in der nächsten Folge dann rüber ins verseuchte Gebiet. Da haben wir es jetzt nicht mehr hingeschafft. Dafür waren wir aber in der neuen Larvenhöhle unten drinne. Und haben... Im Spinnenbau die goldenen Molare geholt. So, das Schild dürfen wir bei der Hand haben, ne? Da sagt ihr nichts dazu. Das ist in Ordnung. Okay, Lieben, ab nach Hause. Ich baue uns neue Bratwurms, bereite uns noch ein paar Smoothies vor, pack was zu essen ein und nächste Folge sind wir dann schon ein Stück näher dran am verseuchten Gebiet und gucken uns da weiter um. Weil da bin ich natürlich am meisten gespannt drauf. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir wirklich mal hier den Ofen bekommen und... Ziegel und so weiter verarbeiten können und vor allem eben auch die nächste Stufe von Quarzit und Marmor. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.